Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das soll mal ein kleines Update-Video sein, was ich mit manchen Sachen mache, die ich geschenkt bekommen habe. Das hier habe ich nicht geschenkt bekommen. Das sind zwei X58 Mainboards. Die haben mich 50 Euro das Stück gekostet. Hier sind auch noch 12 GB DDR3 Arbeitsspeicher drauf. Sieht mir sehr stark nach Nicht-ECC aus. Das können wir uns gerade mal angucken. So, hier haben wir einen Riegel. Das wird ganz normaler Arbeitsspeicher sein. Der muss hier nachher noch sowieso raus. Und das Mainboard habe ich mit dem Kühler gekauft zusammen. Hier sind, glaube ich, die 7920 und 950 oder 2x920 drauf. Ich weiß es nicht mehr so genau. Und 2x4 GB DDR3. Die können hier aber eigentlich auch schon raus, denn ich habe ja hier den ganzen ECC-Arbeitsspeicher. Einmal 24 GB, einmal 18 GB und dann noch diesen 6-Core Xeon hier. Den wollte ich auch nochmal testen, ob man den vielleicht irgendwie übertakten kann. Dann natürlich auf dem Mainboard hier, versteht sich. Und ich habe auch noch einen X58 Stockkühler gefunden. Hier sind zwar die Pushpins kaputt, aber der sollte wahrscheinlich noch funktionieren, wenn ich den hier ein bisschen schön mache. Ist das ja... Oh, der ist aber... Dem geht's echt nicht so gut, dem Kühler. Naja, können wir auf jeden Fall reparieren. Ein paar neue Pushpins drauf. Dann hoffe ich mal, dass ich hier heute was mit dem ECC-Arbeitsspeicher zum Laufen bekomme. So, hier hat sich dann ein ziemlich verdreckter Intel-Box-Kühler gefunden. Beziehungsweise ein normaler, der mir versichert hat, dass ich seine Pushpins nehmen darf. Und von dem X58-Stockkühler die Pushpins, die sahen hier dann so aus hier unten. Das ist entweder eine Seite abgebrochen oder beide Seiten sind abgebrochen. So soll das Teil eigentlich aussehen. Das schwarze Teil hat hier so Klipse an den Seiten. Hier sieht man sie, die muss man einfach mit einem Schraubendreher hochdrücken. Und dann kann man es rausziehen. Jetzt hier extra einen freigelassen. Hier unten hat der kleine Pushpin so eine Lasche, so eine Ecke. Die muss auch dahin, wo der Kühler seine Ecke hat. Dann muss man hier so ein bisschen drehen. Dann geht auch der kleine Pinöppel hier rein. Und dann nehmen wir einfach nur das schwarze Teil und drücken es ganz normal drauf. Und wie wir sehen, der hier hat jetzt schon verriegelt. Können wir wieder entriegeln, zurückziehen, verriegeln. Und schwuppdiwupp wird dieser X58 Stockkühler auch wieder funktionieren. Ja, das funktioniert schon mal leider nicht, wie ich es mir vorgestellt hatte. Der Arbeitsspeicher hat zusammen vorher funktioniert. Da der Server, wo der rauskam, auf dem Schrott lag, weiß ich nicht, ob der auch noch einwandfrei funktioniert hat. Ich denke schon. Aber das heißt jetzt natürlich, ich darf... Na, gehst du bitte wieder aus. Ich darf jetzt jeden einzelnen Riegel testen. Und ja, da habe ich jetzt viel Spaß bei. Ich kann ja alternativ auch noch die BIOS-Einstellungen zurücksetzen mit der kleinen Taste hier. Und das setzt aber nicht ein BIOS-Passwort zurück, falls es vorhanden ist. Das hat in letzter Zeit auch schon etwas für Verwirrung gesorgt. So, und nicht wundern, ich werde hier jetzt diese ganzen Klipse mit dem Schraubendreher öffnen, ganz vorsichtig. Weil wenn ich das immer mit dem Finger mache, dann mache ich mir da die ganzen Finger dran kaputt und das möchte ich nicht. Genau wegen sowas filme ich das eigentlich nicht gerne. Ich habe jetzt hier ein Original 2 GB Stick drin von dem normalen Arbeitsspeicher, sieht man hier auch. Es hat schon sehr lange gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass man von rechts anfangen muss und nicht von links mit den Arbeitsspeichersticks. Grafikkarte habe ich auch schon einmal getauscht, das ist jetzt eine GT210. Und dann gucke ich jetzt mal einfach, ob ich irgendeine interessante BIOS-Einstellung finde, wo ich eventuell auch ECC-Arbeitsspeicher zulassen kann. Und das ist jetzt hier eigentlich nur rumprobieren. Normalerweise filme ich sowas nicht allzu gerne. Ich weiß, für euch könnte es interessant sein. Aber ich versuche jetzt das Beste rauszumachen bzw. zu gucken, ob ich ECC-Einstellungen finde. Und wenn nicht, mag das Mainboard wohl doch keinen ECC-RAM. So, ich habe den Fehler tatsächlich. Nämlich der i7-920, der hier verbaut ist, unterstützt keinen ECC-RAM. Das heißt, ich werde hier mal kurz diesen netten Xeon drauf pflanzen, den man vielleicht sogar übertakten kann. Mit dem Boxkühler natürlich nur bedingt. Und dann schauen wir mal, was sich dort machen lässt.
Da ist auch kein Xeon drauf, was heißt, für das Ding werde ich dann noch ein Xeon besorgen müssen. Ich guck mal, was die kosten und dann sehen wir weiter. So, ich habe gerade ein Xeon X5660 gekauft. Das ist prinzipiell genau dieser Xeon, nur dass er höher taktet. Und noch eine lustige Geschichte, der hat 7,99 Euro gekostet. Ich bin erstaunt, wie günstig die mittlerweile geworden sind. Aber da ich noch eBay-Punkte von meinen Verkäufen hatte, aus dem letzten Video, die ganzen Mainboards zum Beispiel, die habe ich sehr, sehr günstig weitergegeben. Da hatte ich noch 12 Euro an Punkten über. Und deshalb hat mich der Xeon jetzt nichts gekostet, weil ich die 8 Euro von meinen Punkten bezahlt habe. Finde ich auch nicht schlecht. Also wird das Gratis-Game weiter gespielt. Gut, gut. Sagen, du kommst hier rein und dann testen wir mal einfach den ECC-Arbeitsspeicher durch. Also ich habe jetzt herausgefunden, das MSI-Mainboard unterstützt nur einen Xeon, nämlich den W3550. Und dieses Asus-Mainboard sollte inoffiziell auch 6-Kern-Xeons unterstützen. Das hoffe ich jetzt zumindest mal. Und wie durch Zauberhand habe ich jetzt einmal ein Xeon W3550, aber hier habe ich einen Xeon X5660. Beide haben mich durch das eBay-Programm 0 Euro gekostet, wegen dem Punktesystem. Und die werde ich jetzt einfach mal versuchen, um hoffentlich den ECC-RAM hier betreiben zu können. Oh Mann, ja, das waren wohl schlecht investierte 4,17 Euro, beziehungsweise 0 Euro. Es ist übrigens ein Xeon W3520 und auch hier funktioniert der ECC-RAM nicht, den ich habe. Eigentlich wäre geplant, dieser hier 12 und 6 GB, insgesamt 18 GB waren hier geplant, aber wenn es nicht funktioniert, was soll ich da dann machen? Ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Der Xeon X5660 läuft, aber der ECC-RAM läuft nicht, blöderweise. Ich habe hier 12 GB normalen DDR3-Arbeitsspeicher jetzt drin. Und der ECC-RAM, naja, da habe ich wohl jetzt noch 42 GB ECC-RAM hier rumliegen, den ich irgendwann hoffentlich mal irgendwo für verwenden kann. Das wäre nämlich ganz gut. Das andere Mainboard bekommt, glaube ich, 8 oder auch 12 GB. Ich muss mal gucken, was ich noch an RAM hier unten liegen habe. Und dann machen wir gleich mal die kleine Workstation sauber, würde ich sagen. So, da haben wir schon die kleine Workstation. Und hier sieht man, war ein Aufkleber drauf. Hier ist noch so ein Schatten. Da zeige ich gleich mal, wie man das wegmacht. Und hier ist noch ein Aufkleber. Habe ich versucht, so abzuziehen. Geht aber nicht. Und am besten versucht man das erstmal ohne Chemie. Ich habe hier Sonnenteil. Man kann auch Handywerkzeug nehmen. Das hier ist jetzt fürs Auto. Also am besten einfach irgendein flaches Stück Plastik. Und damit kann man dann immer so versuchen, diesen Aufkleber runterzubekommen. Also der Lack von der Workstation ist so dick, den verkratzt man damit nicht. Und dann kann man halt immer so diesen Aufkleber darunter bekommen. Wenn ihr damit fertig seid, sollte das ungefähr so aussehen. Nehmen wir Aufkleberentferner. Ihr müsst bedenken, der macht Plastik kaputt. Beziehungsweise, wenn ihr den auf Plastik einreibt, wird das Spuren hinterlassen. Deshalb mache ich jetzt hier mal das Tuch dran. Ein bisschen so. Und dann sprühen wir ein bisschen Aufkleberentferner drauf. Seid echt vorsichtig mit dem Zeug, weil das riecht nicht gut. Es fühlt sich nicht gut an, wenn man es einatmet. Deshalb macht das am besten draußen. Oder in einem Raum, wo ihr gut lüftet. Nehmt euch da kein Beispiel an mir. Und dann sehen wir auch schon, hier nur durch leichtes einmal drüber wischen, ist der Aufkleber auch schon entfernt. Das sieht doch richtig, richtig gut aus. Dann haben wir hier noch diese Aufkleberschatten. So, nehmen wir auch. Ja, hier ist jetzt ein bisschen was aus Plastik gekommen. Bei diesen HP-Computern ist das aber nicht schlimm, man darf es halt nur nicht einreiben. So. Und das sieht doch auch schon wesentlich besser aus. Jetzt sind wir hier im Innenraum und
Es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten, wie man das sauber machen kann. Zum einen kann man einfach nur die ganzen Lüfter freimachen und die Wärmeleitpasten tauschen, dass der PC wieder läuft. Oder man kann diesen General überholen, das dauert aber etwas länger. Ich general überhole diesen PC jetzt, weil ich einfach möchte, dass er gut aussieht. Und dazu kann man zum einen das CD-Laufwerk hier hochklappen. So, zack, das rastet sogar ein. Und das Netzteil kann man auch hochklappen. Und wir sehen schon, eieiei, das sieht nicht allzu gut aus. Aber da kann ich nur durchpusten, weil Netzteile mache ich nicht auf. Das möchte ich einfach nicht, die Verantwortung möchte ich nicht haben. Und jetzt nehmen wir erstmal alles bis auf das Mainboard raus. Also diesen Käfig hier, das Netzteil, wenn das denn geht, den CPU-Kühler, Grafikkarte, USB-Karte, Arbeitsspeicher, sowas halt alles. So sieht das dann aus, wenn man alles rausgenommen hat. Keine einzige Schraube, alles nur geklippt. Und das hier ist dann rausgekommen. Ja, geht eigentlich. Ich fange mal gerne mit dem Gehäuse an. Und dann stelle ich das zur Seite, damit das nicht zustaubt, wenn ich die anderen Sachen sauber mache. Aber auf jeden Fall sauge ich zuerst alles weg mit einem Pinsel noch dabei. Und puste dann später nochmal mit diesem Luftteil durch, mit dem hier. Und dann war es das eigentlich auch schon, weil diese ganzen Staubflusen, die hier drin sind, kriegt man eigentlich am besten mit dem Staubsauger weg. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe komplett vergessen, dieses Ding hier loszuschrauben, den CPU-Kühler. Das machen wir natürlich noch. Das geht bei HP entweder mit einem Schlitzschraubendreher oder mit einem Torx-Schraubendreher. Ja, toll. Und dann sauge ich das Gehäuse auf jeden Fall erstmal aus. Und so sieht das Gehäuse jetzt aus, nachdem ich sauber gemacht habe. Nur mit Staubsauger und Pinsel. Also auf jeden Fall um einiges besser. Jetzt kommt aber erst der, naja, lästige Teil, denn das alles muss ja auch noch sauber gemacht werden. Der Netzteil, USB 3.0 Karte, die übrigens auch original HP ist. So, und hier der CPU-Lüfter, die sind schon mal alle sauber und ja, das trocknet noch. Jetzt wollte ich euch einfach mal zeigen, wenn ich hier so ein staubiges Plastikteil habe, wie mache ich das sauber? Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu erklären. Ich habe hier meine Flasche Fensterreiniger, sprühe das alles erstmal richtig schön ein, dass überall auch ordentlich Reiniger drauf ist und dann wische ich das einfach ab. Ich mache das jetzt mal hier in dem kleinen Stück und da kann man dann eigentlich auch schon direkt sehen, sieht wieder gut aus. So, jetzt bleiben nur noch die Kabel und die mache ich ganz einfach sauber. Dafür sprühe ich hier auch ein bisschen Fensterreiniger in ein Tuch. So, das sollte reichen. Und dann nehmen wir hier mal dieses, na komm, super dreckige SATA-Kabel. Also, boah. Dann wickele ich das Tuch hier drum. Zieht man das ein, zwei Mal da durch. Tut mir gerade leid für die schlechte Kameraperspektive, aber einhändig ist das ein bisschen kompliziert. So, und dann sieht das Kabel doch auch wieder super schön sauber aus. Und das jetzt nur noch mit allen anderen Kabeln. Und wenn ihr fertig seid, sollte das dann ungefähr so aussehen. Sieht doch schon viel, viel besser aus als vorher. Und jetzt machen wir das Ding nur noch von außen sauber, auch mit Fensterreiniger und einem Tuch. Und fertig. Es ist nicht schwer, einen Computer general zu überholen, es kostet halt einfach nur ziemlich, ziemlich viel Zeit. Und wenn man jetzt eine Firma ist und da 30 Rechner stehen hat, kann ich auch verstehen, dass man die einfach so weghaut und da nichts mit macht, weil das wären mindestens 30 Stunden Arbeit, wenn man die Rechner dann, wenn man diese 30 Rechner dann ohne Betriebssystem und ohne Festplatte verkauft, machen wir 60 bis 70 draus. Wenn da noch eine Festplatte reinkommt und ein Betriebssystem installiert wird. Das kann ich schon verstehen, dass man das nicht machen will, aber ich kann es ja machen. Ich habe ja nur ein paar Rechner und ab und zu mal Lust darauf und dann klappt das auch schon. Und zum Schluss habe ich hier noch für euch einen sehr, sehr dreckigen Dell-PC, den ich auch gerne mal sauber machen möchte. Also das Teil, boah, Hilfe. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Also, wie bei allen anderen Rechnern bisher auch beim Saubermachen,
mit dem Staubsauger zuerst und dafür stecken wir hier einmal die Lüfter ab, weil wenn Lüfter sich drehen bzw. vom Staubsauger gedreht werden, produzieren die Strom und dann macht es einmal Zip und das Mainboard ist frittiert. Ich glaube, Dell hat hier wieder mal eigene Spielchen mit dem CPU-Lüfter getrieben und da muss man erst so einen Pin drunter drücken, so. Aber jetzt kann ich das Ding auch mit einem Pinsel und mit dem Staubsauger aussaugen. Ah, das sind jetzt die ersten Versuche mit Staubsauger und Pinsel. Viel hat das auch nicht gebracht. Oh, da habe ich noch einen Staubflosen vergessen. Weil das ist irgendwie anderer Staub. Also nicht der klassische Hausstaub, sondern irgendwas anderes. Und das geht relativ schwer weg. Und bei diesem PC würde ich wirklich diesmal vorschlagen, wir bauen alles aus, auch das Mainboard. Und versuchen dann nochmal alles individuell und einzeln sauber zu bekommen. Gehäuse ist leer, der andere Krempel liegt hier neben, gerade nochmal grob durchgesaugt. Das Netzteil sieht natürlich auch äußerst schön aus, Finger sind schwarz vom Ausbauen der Teile. Und da gibt es jetzt eine ganz einfache Lösung für. Ich habe hier eine Flasche Fensterreiniger und damit sprühen wir jetzt das ganze Innenleben ein. So, muss man nachher einmal gut durchwischen und das vor allem ein bisschen trocknen lassen, bevor man den wieder anschmeißt, aber es wirkt echt Wunder. Fensterreiniger wirkt entfettend und man sieht hier schon, wenn ich hier gleich noch mit dem Tuch drüber wische, da läuft der Schmutz schon von alleine runter, nur vom Draufsprühen, ne? Dann kriegt man das hier wieder richtig schön sauber. Man sieht schon, dieser ganze Schmutz, der hier sonst haftet, wird dadurch einfach verflüssigt. Und dann kriegt man das wunderbar wieder sauber. Ich kann es gerne nochmal hier oben zeigen. Da geht alles weg. Also Fensterreiniger im Computerbereich ist nicht schlecht. Man sollte es halt nur nicht auf Komponenten direkt sprühen, beziehungsweise nicht hier aufs Mainboard sprühen, das geht nicht. Und man muss das Ganze auch wieder vernünftig trocknen lassen, bevor man es wieder anschaltet. Mann, dieser Dell-Rechner hat mir jetzt schon ein paar Nerven geraubt. Der war wirklich sehr, sehr, sehr dreckig. Und das war auch nicht dieser Staub, den man einfach so wegsaugen kann, sondern den man noch extra wegpinseln muss, also so auflockern muss, damit man den weggesaugt bekommt. Und das Ding war wirklich verdreckt bis zum geht nicht mehr. Aber ich hoffe, jetzt geht's wieder einigermaßen. War auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Ob sich das gelohnt hat, ist die Frage. Aber das kann man ja eigentlich so niemandem zumuten, wenn der dann so dreckig ist. Und jetzt ist er auf jeden Fall sauber mit neuer Wärmeleitpaste und das freut mich jetzt auf jeden Fall. Ja, im heutigen Video habe ich euch ein paar Sachen gezeigt. Unter anderem haben wir PCs sauber gemacht. Vielleicht war da ja noch das ein oder andere Hilfreiche dabei. Ansonsten war das einfach nur ein Update-Video, was mit den ganzen Sachen hier passiert. Und ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.